Wiens Torhüter Michael Gurski ist einer von vier ehemaligen Sandhäuser Spielern in der Startelf des Gastgebers. Wien Wiesbaden kann also durchaus als Sandhausens hessische Dependance bezeichnet werden. Doch Mitleid mit dem ehemaligen Vereinskollegen gab es natürlich nicht. Wien Wiesbaden in den dunklen Trikots, von Beginn an aggressiv in den Zweikämpfen und schnell im Umschalten von Defensive auf Offensive. Das ist Alf Minzel, letztes Jahr noch in Sandhausen. Löhe, Menga und Danny Blum mit der Rettungsaktion in letzter Sekunde. Alf Minzel mit wunderbarer Ballmitnahme, Löhe jedoch mit gutem Stellungsspiel. Wiens Trainer Gino Lettieri, das 0:0 gegen Saarbrücken unter der Woche hatte ihn geärgert, denn es war für sein Team mehr drin gewesen. Heute sein Wunsch natürlich 3 Punkte, doch die Gäste aus Sandhausen bemüht, dagegen zu halten. Roberto Pinto mit dem Auge für Registon, doch der fällt und dies nicht freiwillig. Danko Boskovic, ebenfalls früher in Sandhausen aktiv, fault Dorn. Für mich ein klarer Elfmeter, für Schiedsrichter Dominik Nowak war es nichts, zumindest nichts Pfeifenswertes. Die Partie in der ersten Halbzeit äußerst glanzlos, aber Sandhausen erkämpfte sich mehr und mehr Spielanteile. Wieder Roberto Pinto, der sehr viel arbeitete, Roacker, aber kein Problem für Gurski. Roakers Schuss zu harmlos gegen Bayern München. 2 vergangenen Mittwoch hat er gezeigt, dass er es besser kann. Da schoss er seine Mannschaft in der 90. Minute zum 1:0-Sieg. Die Partie immer wieder geprägt von Fehlpässen. Fehler Blum und Wien Wiesbaden mit dem Konter über Marcel Ziemer. Viel Zeit, doch sehen Sie selbst, so endeten die meisten der wenigen Wiener Angriffe. 0:0 zur Pause, das Beste am Vater-Sohn-Nachmittagsausflug. Bislang war sicherlich die Stadionwurst, doch ganz so schlimm, dass man hätte weinen müssen, war es dann doch nicht. Die zweite Halbzeit wieder Wien Wiesbaden in den Anfangsminuten mit mehr Schwung. Menga, Jan Fieser, der nächste Ex-Sandhäuser und Janjic. Gute Möglichkeit für Wiens besten Torschützen in dieser Saison. Immerhin 5-mal traf er bereits in des Gegners Netz. Der Gastgeber erhöhte jetzt den Druck. Wieder ging es über die rechte Seite, über Neppe. Aber Löhe mehr als ein Ersatz für Michael Gurski, der ihm heute gegenüberstand. Nach 55 Minuten musste Alf Minzel verletzungsbedingt raus. Für ihn kam Steffen Bohl ins Spiel. Und danach durfte dann auch der Eckball ausgeführt werden. Menga auf Bohl, zurück zu Menga, wieder der neue Mann, Ziemer, Lanzard, das 1:0 für Wien Wiesbaden in der 57. Minute. Das erste Tor für Guido Lanzard in dieser Saison. Sandhausens Abwehr sieht hier alles andere als gut aus. Guido Lanzard ohne Probleme zur Führung. Der SV Sandhausen danach mit wenig Ideen. Freistoß Dominik Roacker, geklärt von Neppe. Danny Blum mit viel Zeit und dieser Flanke. Es lief nicht viel zusammen beim SVS. Wien Wiesbaden gab den Ton an. Der Gastgeber nach der Führung selbstbewusster. Janjic bringt Schönheim ins Spiel. Schönheim, Löhe! Und Janjic, solche Möglichkeiten hat er in dieser Saison bereits häufiger genutzt. Wien Wiesbaden in den letzten 20 Minuten immer wieder durch Konter gefährlich. Janjic fällt im Sandhäuser Strafraum. Für mich klares Foul von Blum. Doch Schiri Nowak sah es auch hier anders, ließ weiterspielen. Der SV Sandhausen fiel den Gästen auch in der zweiten Halbzeit nicht ein. Beste Chance durch den eingewechselten Sreto Ristić, aber Michael Gurski mit glänzender
Reaktion. Wären Wiesbaden in den zweiten 45 Minuten einfach in allen Belangen die bessere Mannschaft. 2 Minuten vor dem Ende. Janjic völlig frei. Boskovic ebenso. Das 2:0 für Wien Wiesbaden. Danko Boskovic bis 2009 in Sandhausen unter Vertrag mit dem Schlusspunkt unter eine aus Sandhäuser Sicht schwache Partie. War schon ein schlechtes Spiel von uns. Ich würde gerne irgendwas jetzt schöner reden oder so, aber ich habe wenig positive Sachen gesehen haben. Sandhausen verliert verdient mit 0:2 und muss sich künftig anstrengen, um ihrem Anspruch gerecht zu werden. Wien Wiesbaden hingegen bleibt nach dem Sieg weiter oben in der Tabelle.